Moin, im nächsten Teil mit der Miniserie starten wir direkt mit der Latexverarbeitung. Lasst gerne ein Like und Abo da und wir gehen auch direkt rein ins Video. Jetzt haben wir schon unsere erste Produktion hergestellt und das ist eigentlich 0, nix. Das ist ziemlich cool. Flüssigkeitsextraktor, Eichenstamm oder generell ein Holzstamm, Fluidtransporter und den Black Hole Tank und schon können wir unser Latex farben, einfach nebenbei passiv. Jetzt wollen wir natürlich aber auch an unser Latex rankommen, also das weiterverarbeiten und dafür benötigen wir die Latex-Verarbeitungsmaschine. Hierfür wieder ein primitives Maschinengehäuse, Redstone, Eisenbarren, Eimer und einen Ofen und schon haben wir die Latex-Verarbeitungsmaschine. Bevor wir auf die eingehen, bauen wir uns zusätzlich jetzt aber direkt noch einen primitiven Heizgenerator, auch primitives Maschinengehäuse, Gold, Bruchstein, Eisengitter und Ofen und der primitive Heizgenerator kann mit Kohle befeuert werden, denn bei dem Flüssigkeitsextraktor ist Energie zweitrangig, sekundär oder optional. Bei der Latexverarbeitungsmaschine benötigen wir aber Strom, also jetzt ist es verpflichtend. Genau deswegen packen wir einfach rechts, links, wie auch immer, daneben das primitive Heizgenerator und packen dort Kohle rein. Das Ding powert sich auf, wir können uns das auch einmal natürlich live angucken und schon hat unser Gerät Strom. Also, hier haben wir jetzt gerade die Latexverarbeitungsmaschine, keine Energie drin, wir packen hier Kohle rein. Die Energie geht nicht in den Heizgenerator, weil sie geht sofort in die Verarbeitungsmaschine. Und sobald die hier voll ist, wird natürlich dann der interne Buffer des Heizgenerators genutzt. Also ganz easy, keine Kabelverbindung, einfach nebendran stellen. Dann benötigt das Gerät hier auch noch Wasser, also in der einen Seite hier kommt Wasser rein und auf die andere Seite kommt dann Latex rein. Das Latex haben wir uns hier gerade hergestellt, beispielsweise hier in den Black Hole Tank. Hier kann man natürlich auch die erste Automatisierung versuchen zu machen, also nicht versuchen, man kann sie machen. Und indem man einfach von dem Black Hole Tank jetzt einmal den Fluid Transporter nimmt, in die Latex Verarbeitungsmaschine rein, klickt hier auf den Knopf drauf und schon sehen wir, Latex wird gefüllt. Sobald wir Latex und Wasser drin haben, kommen daraus Gummiklumpen. Aus den Gummiklumpen können wir dann wiederum unser endlich benötigtes Kunststoff machen. Ich glaube, auf Englisch heißt es einfach Latex, bin ich mir nicht ganz sicher, aber optisch kann man es ja ganz gut erkennen. Gummiklumpen kommen in den Ofen rein und wir kriegen Kunststoff raus. Und mit dem Kunststoff können wir dann ganz, ganz viel machen. Wir sehen jetzt schon, wir haben hier über 100 Rezepte, die natürlich sehr wichtig für den Mod sind, aber auch für andere Mods sind. Und später im Auflösungsapparat werden die Kunststoffteile auch noch sehr wichtig werden. Hiermit haben wir unsere erste Automatisierung oder Teilautomatisierung gemacht, denn wir brauchen ja auch immer einen Eichenstamm oder generell einen Stamm. Könnte man mit einem Blockplacer auch lösen, aber aus dem Mod heraus müsste man den jetzt noch erstmal manuell setzen. Übrigens kann man den primitiven Heizgenerator auch semi-automatisch befüllen lassen mit Kohle. Ihr packt einfach nebenan eine Truhe, füllt die mit Kohle und im Heizgenerator haben wir hier unten den Button Kraftstoffeingang. Wenn wir da einmal draufklicken, können wir jetzt sagen, von welcher Richtung soll denn bitte unser Kraftstoff hier reinkommen. In dem Fall ist es die rechte Richtung und hier kann ich jetzt sagen Pull und wir sehen direkt schon, Kohle wird reingezogen, hier aus der Truhe herausgezogen und schon haben wir hier eine ja, quasi Automatisierung, so eine Halbautomatisierung. So, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo wie gesagt sehr freuen. Wenn Fragen sind, schreibt die gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.